Zombie Apocalypse. Schaut aber gut aus hier. Noch. Okay, hier ist er schon mal nicht, dann Pitching. Ja, den kann man mitnehmen. Hier ist noch eine Lootbox. Ja, ich bin jetzt voll. Ja, lassen wir sie mal liegen. Oben ist schön Ballerei. Graben. Habe ich schon, gell? Aber es war ein anderes Gebiet, glaube ich. Ja.
Hunde laufen da. Ich sehe von hier oben nichts. Da hatte ich. Wieso hast du da viel Zeug gehabt? Da ist Säckchen. Ja. Okay. Gräber ist auf jeden Fall der Boss und da war auch schon eine Schießerei. Oder war da wahrscheinlich schon weg dann?
Na, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon markiert unten drunter. Hat Radio nicht genommen. Hab's hier aber markiert. Ja. Gräber sind gerade rabenhoch, glaube ich. Nee, da war wohl auch was. Kann sein, dass das hier auch die Leute sind von dem anderen Boss. Ne, ich habe den Boss gehört, dass jemand drauf geschossen hat. Boss ist tot. Hab's auch nicht anders erwartet. Das ist oben. Dings drin. Einer tot. Oh.
Ja. Ja, also hier ist ja ein Vorraum, da ist kein Boss. Treppe zugemacht. Genau, abgebrannt. Scheiße. Okay. Zu zweit draußen. Ist er tot? Nur angehittet. Guck. Schön. Ja. Ein Schuss. Ne, leben zwei Stück. Den haben sie aufgestellt. Hat er den aufgestellt? Schön. Jetzt sind alle tot. Ja. Ja.
Ich hab Gaia drin. Ne, ihr könnt machen, ich hab Gaia. Naja, das ist Mr. Blackbeard. Vielleicht kommt er. Mr. Blackbeard, der Dominik. Ja. Normal geht er nicht einfach so raus, wenn noch eine Bounty da ist. Was meinst du? Nee, aber ich habe mit dem schon zusammengespielt. Der ist nicht schlecht. Hier liegt noch eine. Ja. So. Ja, gehen nochmal Munition suchen. Ja, da ist eine Kiste. Da ist Spezialmunition. Okay. Unten die Treppe runter. Da ist nochmal Flintenmunition, vielleicht kannst du da noch was rausnehmen. Und da ist auch nochmal. Aber ich nehme die Bounty noch nicht auf. Sonst denkt er sich, ah, Prince of Best, komm, dann gehen wir doch hin. Ah, die kommen doch runter. Nimm sie auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, da kannst du noch. Nee. Das haben die anderen schon gemacht. Na, jetzt will ich drin bleiben, die sind schon da. Nee. Ja, ich würde dann nochmal zwei kriegen, glaube ich. Ich warte nochmal.
2:18 ist rausgeflogen. Tja. Schmeißen wieder was. Ach, die Trophäe. Nee. Ja, das heißt bestimmt eine Trennung vom Internet, dass es ausgeht. Immer um dieselbe Uhrzeit. Ja, die eine ist schon weg und die andere ist wieder ausgelöst. Valentine. Okay.
schön. Ich sehe den auf jeden Fall, wo der liegt. Zweimal Bombe. Ich glaube nicht, ich kann es nicht erkennen. Also bei mir leuchtet nichts auf. Siehst du den Toten auch? Ja, weil die schießen jetzt auf mich. Wieso? Ich muss erstmal hier gucken. Kommt einer nach rechts? Wollten wieder aufstellen. Dann habe ich nur angehittet.
Ja, ich habe ihn wieder tot. Ja. Einer ist da vorne, einer ist da hinten. Dominik. Eine Frechheit, was du hier abziehst. Hallo. Könnt ruhig mit uns reden. Da die, da war du. Jemand anwesend? Hallo, Mr. Blackbeard. Hallo. Jemand anwesend? Ja, nein, vielleicht. Möchte keiner reden.
Also die wollten nicht reden. Einer links, einer rechts. Ich wüsste, ob der ja tot ist. Ne, der Dings hat ja Trophäe aufgenommen. Mr. Blackbeard. Aber wenn ich wüsste, ob der tot ist, dann kann ich mal die Position verlassen. Was ist zu? Also.
Wollt ihr nicht reden oder habt ihr keinen Bock dafür? Dann lasst es eben sein. Macht der Feierabend? Nee, ich war gerade noch mal hier im Sprachchat. Ja, wir müssen wohl rausgehen und kämpfen. Oder was? Nix, die hören mich ja nicht. Nee, weil die ja im Chat sind. Ja, aber trotzdem wechselt er nicht um zum Reden. Und er hat mich auch als Freund gelöscht, habe ich gesehen. Aber wir sind mal keine Freunde mehr, wir sind Feinde. Aber das letzte Mal nicht mit dem gespielt haben. Wir müssen eh kämpfen, 7 Minuten noch. Die werden abhauen. Jetzt gehen sie nach unten. Wenn sie beim Versorger sind, gehen wir raus. Ist da frei irgendwo? Oh, eine Bombe, okay. Nehme ich mit. Ja, kannst du machen. Ja.
Ja, wir gehen trotzdem noch mal hoch, der lebt bestimmt noch. Löschen den. Na, glaube ich nicht so lang. Glaube ich aber nicht so lange, dass sie. Na, die waren ja, haben sich ja ewig dort aufgehalten. Wahrscheinlich wollten sie uns ziehen lassen, damit sie ihren Kollegen wieder aufstellen können. Ja.